Ja, tut mir echt leid. Ich habe nicht aufgepasst. Das heißt, die 10 Minuten waren irgendwie da rum und Benny hat mich nicht benachrichtigt. Das heißt, das muss ich ab sofort echt so machen, dass ich mir einen Wecker stelle. Also halt auf die Uhr schaue. Das Problem ist, was mir jetzt so furchtbar leid tut, das hier. Ich bin nämlich gerade gestorben. Naja, da steht das, wo das Skelett, das mich gekillt hat. Ja, ich wollte halt versuchen, die Lohe zu killen, um mir eine Lohnrute zu holen und dann wieder raus aus dem Nether. Und irgendwie sind da schlagartig ziemlich viele Mobs gespawnt. Das heißt, auf einmal standen da 2 Skelette, 3 Wither-Skelette und noch die Lohe. Die Lohe hat mich abgeschossen, das heißt, ich musste weiter hier rein, etwas von der weg. Dann kamen die 3 Wither-Skelette auf mich zu, ich habe 2 von denen gekillt, das Skelett auch. Und ja, dank Wither-Effekt, den man ja bekommt, wenn man von Withern getroffen wird. Und der Wither halt selbst hat. Wither-Skelett, nicht Wither. Also, dank Wither-Skelett und Wither-Effekt war ich dann irgendwie auf einmal tot. Ich hatte meiner Meinung nach noch die Hälfte der Herzen oder so, aber irgendwie. Ja, plötzlich war ich tot, das war's also. Das Blöde ist immer, dass es jetzt nicht aufgenommen wurde. Gerade das Ende ist ja ziemlich interessant. Mir sprang gerade die 27 Level im Kopf, wie man ziemlich nervend feststellt. Ja, also tut mir echt leid, aber kann ich jetzt natürlich nicht mehr rückgängig machen. Dann werde ich vermutlich demnächst mit dem Let's Play anfangen. Oder wenn ihr wollt, noch ein Let's Play Hardcore machen. Ich weiß nicht, was ihr lieber wollt. Weiter, dass ich jetzt ein Let's Play anfange oder dass ich einfach immer Let's Play Hardcores mache. Oder erstmal ein weiteres Let's Play Hardcore. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, es wäre toll, wenn ihr mich abonnieren würdet. Klar, ich will jetzt nicht betteln, aber will ich doch mal so sagen. Ich freue mich natürlich über jeden Abonnenten. Ja. Ich weiß nicht, was ich sonst noch groß sagen soll. Es wäre mir schön, wenn ihr mal eure Meinung über das Let's Play Hardcore, also die ihr von ihm hattet, in die Kommentare schreiben würdet. Schreiben würdet, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, was ich hätte besser machen können. Außer natürlich irgendwie mit der Kamera irgendwelchen Mist zu bauen, sodass die nicht richtig aufnimmt. Also nicht mit der Kamera, sondern mit dem Aufnahmeprogramm. Die Kamera hat damit ja nichts zu tun. Ja, Lo, guck mich nicht so an. Ja, das war's dann. Ich werde dann wahrscheinlich demnächst mit einem Let's Play anfangen. Okay, dann bis demnächst. Game over, man. It's game over.